Hallo liebe Cottbusser, Cottbusserinnen, hallo liebe Nicht-Cottbusser und Cottbusserinnen. Ja, auch wir. Ich habe mir heute früh überlegt, meinen Unmut auch mal kundzutun. Meine kleine Tochter hat gesagt, schreib doch einfach, Merkel muss weg. Ich habe zu ihr gesagt, so einfach geht das nicht. Ich weiß gar nicht, zum wievielten Mal wir uns hier versammeln. Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Fakt ist, wir werden noch etliche Male hier stehen müssen und auch wollen. Anlass für die erste Zukunft Heimatdemo in Cottbus war damals der Angriff auf einen Junggesellinnenabschied im Mai 2017. Er endete für 5 Männer mit Schnitt- und Stichverletzungen im Krankenhaus, nachdem sie von einer Gruppe Syrer mit Messer angegriffen wurden. Bereits im Dezember 2016 wurde die Cottbusser Rentnerin Gerda K. Opfer eines Raubmordes. Anders als die Morde in Kandel, Freiburg und Chemnitz fand dieser Mord bundesweit leider nur wenig Beachtung. Ein zur Tatzeit 17-jähriger Syrer soll die Rentnerin in ihrer Wohnung getötet haben. Und das allein muss man sich mal vorstellen. Ein 17-Jähriger, der keine auch nur winzige Scheu davor hat, einen alten Menschen weh zu tun, so sehr, dass er verstirbt. Nach Erkenntnissen der Ermittler kam der Syrer in Begleitung eines Vormundes nach Deutschland. Bis heute ist nicht absehbar, wann es zu einem Urteil kommen wird. Ihm werden weder die Hände abgehackt, noch wird er gesteinigt. Der junge Mann sitzt in einer warmen Zelle, schläft in einem warmen Bett und bekommt 3 Mahlzeiten pro Tag. Und wenn ihm mal gelüstet, so wie heute auf einen Sonntag vielleicht, darf er sich in der Gefängniskantine ein Windbeutelchen holen. Über seine Strafe verhandelt wird irgendwann. Es gibt wahrscheinlich 5 Jahre auf Bewährung und 30 Sozialstunden. Die er wiederum nicht leisten kann, weil er wahrscheinlich psychisch angeknackst ist. Das ist doch alles ein Witz. Ein unglaublicher Witz. Und was macht man über Witze? Man lacht über sie. So wie kriminelle Einheimische und kriminelle Schutzsuchende über unser Strafrecht schmunzeln. Es hat doch alles kaum Konsequenzen. Und was wir schon aus der Erziehung unserer Kinder wissen: wenn es keine Konsequenzen gibt, kann man doch tun und lassen, was man möchte. Ich fahre erst einmal fort. Im Januar 2018 attackierten 2 15 und 16 Jahre alte Syrer einen 16-jährigen Cottbusser an einer Haltestelle vor dem Blechenkarree mit einem Messer. Der Schüler erlitt Schnittverletzungen an Hand, Bein und Gesicht. Nur wenige Tage zuvor war ein Ehepaar von einer Gruppe junger Syrer vor demselben Einkaufscenter angegriffen und mit einem Messer bedroht worden. Sie hatten von der Frau verlangt, ihnen Respekt zu zollen. Im März 2018 bedrängten 2 Schutzsuchende 2 14- und 15-jährige Mädchen mehrfach sexuell in der Cottbusser Lagune. Die Polizei nahm die Personalien auf und übergab die jugendlichen Täter ihren Eltern. Im April 2018 kam es kurz nach dem Ende einer Zukunft-Heimat-Demonstration zu einem Angriff auf einen Journalisten einer tschechischen Tageszeitung. Ein Schutzsuchender schlug auf ihn ein, nachdem zuvor seine Kamera weggerissen wurde. Die Polizei nahm den Angreifer und seine Begleitung fest. Im Juni 2018 mussten Beamte zu einer Schule in Cottbus-Sachsendorf gerufen werden, weil ein 13-jähriges Mädchen von 3 jugendlichen Syrern massiv sexuell belästigt und bedrängt wurde. Als Angehörige des Mädchens auf der Suche nach den mutmaßlichen Tätern waren, kam es auf einem Sportplatz zu weiteren Auseinandersetzungen. Ebenfalls im Juni 2018 hielten eine Vielzahl von bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen Afghanen, Syrern und Tschetschenen
alle verfügbaren Einsatzkräfte und Rettungspersonal in Atem. Drei Afghanen wurden im Gesicht verletzt. Ein Tschetschene erlitt eine Stichverletzung im Rippenbereich, zwei weitere Tschetschenen Prellungen und Kopfverletzungen. Im Khartoum-Klinikum, wo die Verletzten behandelt wurden, kam es zu weiteren Auseinandersetzungen. Dabei habe ein Tschetschene mit einem Feuerlöscher gegen den Kopf eines Afghanen geschlagen. Bei der anschließenden Durchsuchung der Asylbewerberunterkunft am Folgetag stellten die Polizisten unter anderem Golfschläger, massive Holzplatten, Fahrradschlösser sowie andere weitere gefährliche Gegenstände sicher. Sie wurden bei den Auseinandersetzungen als Schlagwerkzeuge genutzt und in Verstecken deponiert. Ich könnte das jetzt unendlich weiterführen, aber wir kennen die Geschichten alle. Das haben wir schon tausendmal gehört. Es hört sich an wie ein Lebenslauf. Es manifestiert sich wie ein Lebenslauf, nur mit dem Unterschied, dass keine weitere Ausbildung oder eine weitere Karrieresprosse oder die Geburt eines Kindes dazukommt, sondern Straftaten, Überfälle, Morde, Terroranschläge und Vergewaltigungen. Ich bin letztens mit meinem Kind durch Sachsendorf gefahren. Viele kennen das vielleicht noch, das Café Melange und das Café Kosice. Und da hinten, wo das Café Kosice ist, in dem Wald, haben wir als Kinder immer gespielt. Ich habe dann zu meinem Kind gesagt, guck mal, da in dem Wald, da habe ich immer gespielt. Und meine Tochter sah mich ganz entsetzt an, mit wem? Sag ich, na, mit all den Kindern, die hier ringsherum gewohnt haben. Und wann? Sage ich, na, jeden Tag. Jeden Tag. Und wenn die Laternen angegangen sind, dann war das für uns unser Zeichen, jetzt müssen wir hoch. Mein Kind war sehr traurig. Sie bedauerte, heute ein Kind zu sein. Sie sagte, irgendwie hattet ihr es irgendwie schön. Ihr wart so frei. Wir dürfen nicht mal mit unserem Hund eine Runde gehen. Ich habe zu ihr gesagt, ja, das stimmt. Erstens haben sich die Zeiten sehr geändert. Und zweitens sehr extrem. Im Januar 2018 verkündete die rot-rote Landesregierung unter dem Eindruck der Proteste Tausender endlich Maßnahmen, um die Situation in Cottbus zu beruhigen. Neben mehr Polizeistreifen und Sozialarbeiter sollte ein zeitweiliger Zuweisungsstopp von Flüchtlingen die Folgen der bis heute fortgesetzten illegalen Einwanderung eindämmen. Unser Oberbürgermeister Herr Kelch sah darin anfangs noch ein zweiseitiges Schwert. Einerseits verschaffe der Zuweisungsstopp ein wenig Zeit zum Luftholen. Andererseits jedoch wirke er sehr schlecht auf das Image unserer Stadt. Heute, ein Jahr später, sei es ein wichtiges Signal gewesen. Heute, ein Jahr später, sei es ein wichtiges Signal gewesen, das sehr zur Beruhigung in der Bevölkerung beigetragen habe, wie Stadtsprecher Jan Glossmann in dieser Woche erklärte. Auch in diesem Jahr soll nach Angaben des Innenministeriums keine Zuweisungen aus der Erstaufnahme nach Cottbus geben. Ohnehin hat keine Stadt in Brandenburg so viele Flüchtlinge aufgenommen wie Cottbus. Inzwischen leben 15% aller in Brandenburg registrierten Einwanderer in unserer Stadt. Eine weitere Eskalation konnte also somit verhindert werden. Die Fälle jedoch von alltäglicher Gewalt und Gewaltandrohung sind geblieben und von einem Leben, wie wir es vor der Grenzöffnung im September 2015 kennen, wagt wohl kaum noch einer zu träumen.
In der Folge dessen sorgte eine von der Stadt Cottbus veröffentlichte Pressemitteilung für bundesweite Empörung unter Journalisten und Politiker von SPD, Grüne und Linke. Noch während die Debatte läuft, schlagen erneut Afghanen und Tschetschenen aufeinander ein, attackieren eine Gruppe von 6 Asylbewerbern, eine Familie in der Straßenbahn und es greifen 3 Migranten einen 66-Jährigen im Ortsteil Ströbitz an. Nach wie vor haben wir in Cottbus im Abgleich mit den Vorjahren ein relativ hohes Niveau von Straftaten. Das betrifft unter anderem die Gewaltkriminalität. Das kann uns auch im Jahr 2018 nicht beruhigen, erklärte das Polizeipräsidium Land Brandenburg im Dezember in einem Jahresrückblick des RBB. Cottbus hat sich als Folge der illegalen Einwanderung zum Brennpunkt entwickelt. Rund 18% aller Gewaltdelikte in der Stadt werden durch Tatverdächtigen ausländischer Herkunft begangen. Das ergab die Antwort auf eine kleine Anfrage der fraktionslosen Abgeordneten Iris Schülzke im vergangenen Jahr. Der Ausländeranteil liegt bei 8,5% in der Stadt. Etwa die Hälfte davon sind Flüchtlinge. Den Gesellschaftsingenieuren in Berlin und Potsdam ist das herzlich egal. Mit dem moralischen Zeigefinger können sie auf uns Bürger zeigen und als die Feinde einer guten, toleranten und weltoffenen Politik markieren. Als die Störenfriede, die Unzufriedenen, die zu kurz kommenden, die Bewohner Dunkeldeutschlands. Aber nicht wir sind für den Riss unseres Volkes verantwortlich, für die Hemmungslosigkeit und Unversöhnlichkeit, für die Demütigungen und sexuellen Übergriffe, für die Messerattacken und brutalen Morde. In welche Hände ist unser Land geraten? Eindeutig in die falschen. Es gibt Terroranschläge. Es gibt Terroranschläge, es gibt Übergriffe auf Frauen und Mädchen. Es zieht eine islamische Kleiderordnung auf Straßen und in Schulen ein, die ein Ausdruck des Nicht-Dazugehören-Wollens ist, schrieb der Lyriker Jörg Berning in seiner mutigen Carmenzer Rede. Überlassen wir das Land nicht den falschen Politikern. Machen wir das nicht länger mit. Widersprechen wir und wir müssen zusammenhalten, der Osten sowie der Westen. Wir müssen zusammenhalten, wir müssen sichtbar sein, wir müssen spürbar sein, wir müssen hörbar sein. Wir müssen zusammenarbeiten wie in dem Märchen mit der Rübe, wo der Großvater versucht, die Rübe aus der Erde zu ziehen und es alleine nicht schafft, wo er dann die Großmutter holt und die Großmutter den Enkel holt und der Enkel den Hund holt und der Hund die Katze holt und die Katze die Maus holt. Die Moral von der Geschichte, das Fazit, wenn alle zusammenhalten und gemeinsam an einem Strang ziehen, kann Außergewöhnliches gelingen. Organisieren wir uns, machen wir weiter Druck auf der Straße, wählen wir sie ab, denn unsere Volksvertreter kennen nur ein weiter so. Cottbus ist zu einem Symbol geworden. Geben wir durch unser Vorbild denen den Mut, die unter den Zuständen leiden und sich immer noch nicht auf die Straße trauen. Wovor habt ihr denn Angst? Wovor ihr Angst haben solltet, ist doch längst eingetreten. Wie viele Peitschenhiebe kann eine Seele vertragen, um sich zu erheben? Wir sind das Volk und wir wollen das Volk auch bleiben. Dankeschön. Vielen Dank, Nico.